Immer wieder unternehmen sie Versuche, die Altstadt von West-Mossul zurückzuerobern. Dabei stoßen die irakischen Regierungstruppen auf erbitterten Widerstand der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat. Diese jetzt online gestellten Bilder sollen die selbsternannten Gotteskrieger bei der Verteidigung Mossuls zeigen. Es ist die letzte große Bastion des IS im Irak. Die Dschihadisten werden beschuldigt, Zivilisten als menschliche Schutzschilde einzusetzen. Die Regierungstruppen machen deshalb nur langsam Fortschritte. Nach UN-Angaben sind allein in der Altstadt rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Bei Luftangriffen auf West-Mossul waren nach Angaben der irakischen Behörden in den vergangenen Tagen Dutzende Bewohner getötet worden. Manche Regierungsvertreter und Zeugen sprechen sogar von hunderten zivilen Opfern. Viele wurden womöglich bei einem Luftangriff der US-geführten Anti-IS-Koalition getötet. Das Bündnis bestätigte Luftangriffe auf West-Mossul und kündigte eine Untersuchung an.